Zwei Mädchen stehen vor meiner Haustür mit einem Schlafsack. Mit einem Schlafsack. Sie klopfen und sie klingeln und ich mache nicht auf. Und sie rufen, Jessie, wir wissen, dass du hier wohnst. Wir wissen, dass du da bist. Wir warten auf dich. Wir haben einen Schlafsack. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Dann ist mein Nachbar rausgekommen. Er war so, was macht ihr hier? Ihr wohnt hier nicht. Ich rufe die Polizei. Einmal hat ein Junge einen Brief vor unsere Haustür gelegt mit, kannst du dieses iPhone kaufen? Ich weiß, wo du wohnst. Wenn nicht, zünde ich euren Briefkasten an. Er hat es zum Glück nicht gemacht. Einmal, ich habe Online-Unterricht, es klopft, es klingelt an der Tür. Ich habe es ignoriert. Es waren zwei Jungs vor meiner Haustür, sie klingeln weiter. Ich bin im Online-Unterricht und dann höre ich, wie jemand singt. Jessie, mach die Tür auf, bitte, 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 mach die Tür auf. Eine andere Sache, zwei Mädchen stehen vor meiner Tür, sie klingeln und halten ihr Ohr an die Tür, um zu hören, ob jemand da ist. Und die eine sagt so, wieso habe ich dir vertraut? Sie wohnt hier nicht, du hast gelogen. Und die andere sagt so, doch, 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 sie ist meine Cousine. Wir haben letztes Jahr Weihnachten hier gefeiert, doch, sie kommt gleich.